Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu H1Z1 im Zombie-Survival-Game. Mit mir dabei der iTouch heute. Hallo iTouch. Hallo, grüß euch. So, ihr habt leider einiges verpasst, denn mir hat es die Aufnahme verhauen. Irgendwie hat es mir den Ton nicht richtig aufgenommen und damit, ja, leider einiges an Input für euch jetzt verloren gegangen. Aber es macht nichts, ich kann euch kurz erzählen, was wir gemacht haben. Wir waren ja in und bei Pleasant Valley. Und genau. Sind von dort aus dann nördlich, wie wir dann festgestellt haben, ins Niemandsland gerannt. Ruhe, muss hier ein Reh erlegen. Ins richtige Niemandsland, also wir hatten phasenweise wirklich gar nichts. Bis wir dann hier wieder an diesen wunderschönen Fluss gefunden haben, was somit irgendwie ein bisschen unser Leben gerettet hat. Und dem wollen wir jetzt folgen. Oh, was hast denn du da, ein Reh? Ja, und es rennt weg. Schön. Da war ich ein bisschen doof. Und wir wollen dem Fluss jetzt folgen, dem Flusslauf, und hoffen, genau, dass wir dann hier Richtung der nächsten großen Stadt rennen. Guck mal, da drüben ist das Reh wieder. Ach, verdammt. Haut ab. Ja. Bisschen zu schreckhaft. Ja, das arme kleine Biest, ne? Genau. Wir wollen es doch nur essen. Genau. Was soll denn das? Stell dich so an, melde. Aber echt. Blödes Bambi da. Ja, schrecklich. Der Server ist im Moment witzigerweise relativ leer. Mag damit zusammenhängen, dass ja hier jetzt H1Z1 bzw. Sony die EU-Server nachgepatcht hat und entsprechend sich die Leute jetzt deutlich besser verteilen. Was haben wir denn hier? Sieht mir nach Kleidung aus. Ja, ich meine, jetzt sieht besonders hier auf dem. Oh Gott, ein Wolf! Gottes Willen! Was? Ein Wolf! Oh, ich seh's. Ich komme, mein Freund! Gottes Willen. Ich bin erschrocken hier. Ich hab ihn. Dann nehmen wir uns ein bisschen Wolffleisch mit. Schon auch gut. Geht's denn? Weiß ich nicht. Nö. Geht nicht. Mein Gott, hab ich mich erschrocken. Der hat mir jetzt richtig zugesetzt, ne? Ja, wir sind nur bei 41% Health, also muss ich mir mal eine Bandage nehmen. Ei. Das hat mich jetzt richtig erschrocken, ne? Also hier geht's ja gleich am Anfang rund. Ja, also ist echt übel, ne? So, ich wollte mir mal Nägel machen, habe ich gesehen. Die wollte ich mal discoveren. Nägel, Woodstick. Ein Backpack-Frame. Kann ich den schon craften? Ja, kann ich machen. Ich mache mal hier einen Backpack-Frame, weil ich habe festgestellt, man kann diesen Backpack-Frame auch wieder weiter craften, um damit sich einen Rucksack zu machen. Oh, sieht aber rot aus. Wo bist du jetzt hin? Ich bin eigentlich hier vorne. Ich bin einfach nur den Fluss auf. Ich sehe dich. Nur mal hier ein paar Blackberries holen. Ja, das ist das Schöne hier am Fluss. Also das ist, glaube ich, so ein Survival-Tipp Nummer 1. Wenn ihr an einem Fluss seid, versucht den nicht zu verlassen. A, führt der immerhin zu Zivilisation, weil man ja früher logischerweise auch an den Flüssen an Wasser gebaut hat. Entsprechend findest du da immer irgendwann ein Dorf. Wenn es halt nur ein Dorf ist. Und entsprechend wächst da ja natürlich auch viel, denn Wasser ist wirklich für alles einfach wichtig. Warte mal, habe ich hier eigentlich noch eine leere Flasche? Dann würde ich die jetzt hier nochmal gerade befüllen. Purified Water. Ach, ich habe noch dreckiges Wasser, sehe ich gerade. Ja, deswegen habe ich es jetzt auch gerade mal befüllt. Mach mal hier ein bisschen so. Vielleicht finde ich noch mal was. Nee. Alter, hier sind riesen Felder. Ja, sag ich ja. Am Wasser entlang, da ist immer viel. Da findet man immer viel. Alter, Falter, ist ja richtig riesig. Ja, hier können wir uns ja tot essen mit und tot sammeln. Wäre vielleicht gar nicht so dumm, ne? Ja, also ich mach das gerade. Ach genau, mir fällt gerade ein, wir wollten ja unbedingt mal. Wir wollten ja unbedingt einen, wie heißt es denn, verdammt nochmal, einen, so einen Lufttransporter holen, weil jetzt ist gerade extrem nebelig, also da möchte ich den ungern einsetzen, denn diese Kisten werden zwar in der Nähe von uns fallen gelassen, also wir müssen dann auch extra hinrennen. Ganz kurz. Ja. Hier hast du einen Blackberry, den musste ich leider droppen, ich habe keinen Platz mehr. Ja, macht nichts, ich habe ja genug hier. Oder Blackberry Juice. Nee, Blackberry. So. Übrigens, Blackberry habe ich festgestellt, das ist völliger Quatsch, was wir da die ganze Zeit erzählt haben. Blackberries sind ja natürlich nicht Blaubeeren, sondern Brombeeren. Alles das gleiche. Ja.
Unterm Strich sind es Bären. Schaut's aus, Klaus. Also mein Health, ich sollte mir dringend irgendwie mal gucken, dass ich mir... Ich habe noch zwei First Aid Kits, wenn du willst, kannst du eins haben. Also ein First Aid Kit wäre, glaube ich, ganz geschickt. Ich bin gerade mal bei 53%. Ich habe es jetzt gedroppt. Mhm. Ah, da. Schön, nehme ich mir mal mit. Vielen Dank. Bitteschön, bitteschön. Ich use das gerade mal. Ah, oh, tut das gut. Ich fühle mich wieder so lebendig. Und wir haben ja jetzt noch jede Menge Hasenfleisch. Das haben wir ja auch auf der Welt gefunden. Genau. War schon ziemlich krass, was wir hier alles gefunden haben. Wo haben wir denn noch Metal Shard? Ach, da unten. Mein Rucksack ist komplett voll, ne? Ja, also wobei bei mir auch alles komplett voll. Ich habe auch jede Menge von diesen komischen, von diesen Branches hier da eingesammelt. Die gehen mir sowieso auf den Senkel. Ja, das stimmt. Aber was willst du machen, ne? Ja, irgendwie kommen die automatisch mit. Na, aber trotzdem, ich muss mal echt gucken, dass wir hier größere Rucksäcke finden. Na, hoffentlich gibt's überhaupt größere, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, das gibt's. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt. Also da gibt's definitiv noch größere. Okay. Müssen wir mal schauen, dass wir das finden. Ach ja, ich bin ja schon wieder. Zombie? Wo denn? Den noch keinen, aber ich höre welche. Also, ich hole mal meine Axt raus. Wo bist du zwischen hin? Bist du zum Wasser wieder? Ja, ich bin wieder am Fluss und hier ist der Zombie. Wo bist du? Du rennst auch immer einfach drauf los. Nee, ich habe da nur gesammelt. Warum triff ich den nicht? Da vorne ist ja eine Brücke oder ein Wall oder sowas. Super, und ich blute jetzt. Nee, das ist gar kein... Wo bist denn du? Ich sehe dich nirgends. Ach, da. Hast du den Zombie erlegt? Ja, habe ich erlegt. Hast du auch seine Kleidung genommen? Nein. Wo ist er denn? Jetzt habe ich seine Kleidung. Sehr gut. Oh, guck mal, hier hat er was fallen lassen. Search Loot. Oh, cool. Ach, wieso droppe ich das denn? Ich will das doch gar nicht droppen. Da ist noch was. Das Blackberry. Achso. Aha. Und was hat er an Loot? Der hatte noch ein bisschen, ein bisschen hier, Scrap of Clothes hatte er noch über. So, wollen wir weiter? Ja, kann man gerade machen. Ich habe hier gerade irgendwie Open Crate with Key gemacht, aber irgendwie kam da nichts bei rum. Schade eigentlich. Diesen Backpack-Frame, den würde ich gerne mal, den kann man mit irgendwas craften. Ich glaube, mit dem kriege ich dann auch ein, der hat das hier ganz geschickt gemacht, hier mit der Stelle. Dann kriege ich, glaube ich, auch über den einen größeren Rucksack. Glaube ich zumindest. So. Warum ist das mal wichtig? Mhm. Gehen wir mal hier weiter. Immer schön am Flusslauf lang. Wir haben ja jetzt hier jede Menge Brombeeren. Und jede Menge Holz liegt hier auch noch rum. Also wir könnten uns hier wirklich sehr gut niederlassen, glaube ich, mit dem Wasser und allem drumherum. Sähe das wirklich nicht schlecht aus. Im Endeffekt, ob wir uns dann niederlassen müssen, ist ja wieder eine andere Frage. Richtig, wo bist denn du? Und ob das... Ich bin hinter dir. Bin nur nicht am Sprinten. Du verschwindest immer so ganz plötzlich. Okay, da ich bleib jetzt... Noch eine Hütte. Ich bleib jetzt immer bei dir. Das ist aber nett von dir. Oh, ich krieg sonst aber Angst. Zombies. Weil Zombies wären jetzt nicht schlecht, damit wir ein bisschen mehr Kleidung bekommen, weil die bräuchte ich mal. Ich will mir nämlich mal so ein Säckchen basteln. Ein Säckchen. Mhm. Ein Säckchen. Naja, ein Sack braucht auch ein Säckchen. Genau. Bitte was? Wie hast du mich gerade genannt? Freundchen! Aber hier Zombies im Niemandsland, logischerweise relativ selten anzutreffen. Ja, deswegen habe ich mich eben gewundert, dass er auch einmal der Zombie da... Ja, irgendwie spazieren gegangen ist oder so, ich weiß nicht. Warte, stopp. Reh-Alarm. Na, ich seh's. Ich hab mir den Bogen raus. Oh, das ist aber weit weg. Der jetzt steht mitten im Fluss. Oh, ist abgehauen. Ja, ich seh's. Mann, so ein Mist. Bringt nix, jetzt leider hinterher zu laufen. Ja, oh, ich mach das mal. Du hast ja bestimmt den ersten Pfeil nicht getroffen, oder? Nein. Natürlich nicht. Herzlichen Dank. Oh, guck mal, da vorne ist es. Ich sehe es. Du siehst überhaupt nicht.
Bist du bei mir? Ja, ich bin direkt hinter dir. Es hüpft schon wieder über den See. Boah, das ist aber auch ein fieses Viech, ne? Da rennt die aber auch kreuz und quer. Stopp! Jetzt schnell! Nein! Mann! Ich glaube, das Rennen, das scheucht das Tier echt auf. Warte, runter, runter, knien. Ah, jetzt rennt sie wieder weg. Jetzt! Ah. Ich glaube, das war ein Schuss ins Blaue. Hallo, was ist denn jetzt los? So, wir dürfen uns jetzt aber nicht hier von dem Tier... Was ist los? Kannst du nicht nachladen? Nee, der hat sich jetzt hier hingehockt und denkt, das war's jetzt für heute. Cool, praktisch. Weißt du was, kommen wir lassen das Tier jetzt in Ruhe. Oh, was sehe ich denn da? Ach, guck mal, da oben ist so ein Sendemast. Das ist ein, ja, Sendemast. Auch nicht schlecht. Oh, da oben ist noch ein Tier, wenn ich das richtig deute. Siehst du es? Ja, ist auch ein Reh. Ja, vielleicht können wir das schnappen, wenn wir uns da anschleichen. Wir müssen natürlich immer gucken, was wir machen. Ah, jetzt haut's wieder ab. Haut's ab? Ja. Schade. Also wir müssen da gucken, dass wir hier vielleicht ein bisschen auf offener Prärie mal die Tiere finden. Jetzt stopp, stopp, stopp. Ja, das rennt ja immer weiter weg. Ja, aber jetzt, wenn wir uns jetzt in die Hocke machen. Da hinten sehe ich ja ein Karawandorf. Wir laufen ja direkt drauf zu. Praktisch! Wo ist denn? Ich habe schon wieder aus den Augen verloren. Ach, da hinten. Die sind aber auch echt flink unterwegs, ne? Ja. So, ich glaube, ich könnte es jetzt treffen. Yes! Jawollo! Somit ist die Nahrungskette wieder... gestellt. Ja. Nur Vengen. Ah, guck mal hier. Da ist ein Dörfchen. Ja, ich habe ein bisschen Fleisch bekommen. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier ein Dörfchen. Ich würde sagen, da machen wir mal ein bisschen Randale. Oh, guck mal, hier können wir Wasser auffüllen. Falls Wasser drin ist. Falls Wasser drin ist, genau. Nee, ist nix. Leider keine Zombies, aber jetzt schauen wir mal, ob hier irgendwas vielleicht in den Autos ist. Vielleicht irgendeine Axt oder irgendeine Waffe oder sowas. Hier sind auch Feuer. Hier könnte man das Fleisch gerade machen. Ich höre wieder Zombies. Das ist gut. Wo denn? Ah ja, direkt hinter dir ist einer. Was geht ab, Meister? Ja, wo denn? Direkt bei mir. Warte. Geh weg, geh mal weg. Und schon wieder ein bisschen Kleidung. Sehr schön. Hm, hab ich auch gekriegt. So, kann ich inzwischen den Satchel? Nein, da fehlt mir noch ein bisschen was. Ich habe einen Minor Bleeding. So, gucken wir mal, ob wir hier... Hast du schon ein bisschen... Guck mal, da ist noch eine Flasche. Ja, Empty Bottle. Empty, nee, Stagnant Water. Naja. Kannst du nehmen, wenn du möchtest. Ja. Open Chest. Okay, was haben wir denn hier? Nichts drin. Es sind aber viele Wölfe hier in der Gegend, ne? Habe ich das Gefühl. Ja, denke ich auch. Die Autos hast du soweit schon durchgeschaut, kann das sein? Nee, nur zwei Autos habe ich bisher durchgeschaut. Ja, das sind nicht viele. Zombie. Wo? Ah, praktisch. Führ mich zum Schotter! Zeig ich dich. Wo ist er hin? Ich glaube, der ist schon weg. Wir haben ging aber flott. Wir haben ihn in den Boden geschlagen. Wir haben den so verprügelt. Cool. Ja, wobei, was heißt cool? Eigentlich schade. Ich hätte ja gerne ja. Seine Kleidung. Zombie-Kleidung. Du hast jetzt wahrscheinlich schon den Rest irgendwie so ein bisschen durchgeguckt alles. Ja, nur so ein bisschen mal kurz reingeschaut. So, was habe ich denn? Ich würde mal sagen, wir machen mal kurz aber was, ich, Feuer. Ey, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals in einem Auto schon was gefunden habe. Ja, es ist passiert auf jeden Fall nicht sehr häufig. Nee. Jetzt mache ich mal kurz Feuer hier. Und dann... Gut's Essen. Ja, hau ich mal ein bisschen die zwei, drei Steaks hier auf die Pfanne. Und mein Wasser. Dann trinke ich gerade mal meinen heißen Kakao dazu. Lass es dir schmecken. So. Fleisch kommt rein. Was kommt noch rein? Das...
Wo ist es denn? Hier habe ich noch dreckiges Wasser. Hör ich hier gerade irgendeinen Zombie? Nee, oder? Nee, also ich höre jetzt nichts. Oh, die Deerstacks ging jetzt aber flott. Du bist echt ein genialer Koch. Ich? Oh, jetzt hat es mich.